Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play Child of Light. Wir sind in diesem wunderbaren Dörfchen hier und wollen jetzt hier ein bisschen weiterlaufen, denn ein Oger treibt sein Unwesen in der Nähe und wir sollen dem Oger ein bisschen das Fürchten lehren. Kann ich hier rein? Ich will da rein. Danke. Das sieht cool aus. Ich hatte Angst. Manchmal wachsen wir, wenn wir alleine sind. Hä? Das verwirrt mich irgendwie. Wo muss denn jetzt hin? Nein! Es. Ich hasse es echt, wenn da so eine Uhr tickt. Ach komm! Lass mich doch durch. Jetzt ist die Tür da wieder zu. Ist das nicht schön? Hätte ich hier wieder durchgemusst, okay. Gut, dann machen wir das jetzt mal. Jetzt, wo ich weiß, was ich hier machen muss. Haha, ausgetrickst, Mann. Jetzt bin ich aber echt schnell gewesen. Jetzt bin ich echt wirklich schnell gewesen. Unerwartet. Unerwartet. Aber schön. Wir haben neue Okuli bekommen. Glaub, reicht das? Habe ich hier irgendwas jetzt, wo ich wirklich was mit anfangen könnte? Nee, ne? Wollte ich nicht. Nee. Sieht, glaube ich, nicht so aus. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damit machen wollte. Aber ist okay. Es ist okay. Ja? Alles auf den Dreh. Wo geht's denn jetzt lang? Ein Schrein. Das ist ein merkwürdiger Schrein. Könnte ja jemals ein Schild gewesen sein. Ja. Da hinten ist ein Kranich. Cool. Ist hier oben? Einfach nur Wind. Okay. Dann geht's hier wohl in diese Höhle rein. Ein Skelett, Bro. Die haben, glaube ich, gut Bock. Wenn ich das so richtig sehe. Sternlicht auf alle. Alter, ist ja schnell. Er ist ja wirklich sehr, sehr schnell. Bam! Ja, hat natürlich überhaupt keinen Schaden gemacht auf die. Das heißt, ich muss austauschen. Aurora auf den guten Robert, glaube ich, ne? Und dann hauen wir einfach mal Pfeile auf die Leute, auf die Jungs runter. Gucken wir mal, was passiert. Macht das gut Schaden? Geht sogar ganz gut. Und ein Quake auf alle. Und der dodgt das. Ungut. Ungut! Autsch. Unterbrochen. Nicht so schön. Gut, Robert, dann zieh mal dein Ding durch. Ist sogar einer noch paralysiert dabei. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Wir sind noch nach hinten transportiert worden. Dann geben wir ihm einfach mal direkt nochmal einen Double-Hit in die Fresse. Sollte eigentlich reichen, um ihn zu töten. Ja. Tut es auch. Wird auch gut EP wieder.
Gut, jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal aufhören zu skillen, weil wir brauchen jetzt 2 Skillpunkte. Finde ich auch nicht so schön. Aber was ist denn das jetzt hier? Was muss ich denn damit jetzt machen? Ich schieb das jetzt einfach mal raus. Mal gucken. Ah, okay. Wahrscheinlich. So, gucken wir mal. Brauchen noch eins. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie von ganz oben noch kommen können. Ah, hier ist noch eine Öffnung. So, dann gucken wir mal. Ach komm. Nimm's mit. Ey komm, du kannst doch einfach fliegen und das Ding dann da runterfallen lassen, oder? Aurora, bitte. Aurora, bitte. Na? So, muss ich ja vielleicht auch irgendwie ein bestimmtes, keine Ahnung, Ding erfüllen. Das war's anscheinend sogar schon. Irgendwas passiert da jetzt. Was auch immer da passieren soll. Es hat einen Moment gedauert. Ich beschütze die Tür. Ich werde dich in den Boden schlagen. Gib uns die Bewohner zurück, du Ogre. Werde ich nicht. Passt nicht. Ich hab sie alle gegessen. Was glaubst du nun von mir? Ich glaube, du bist ein ziemlich unhöflicher Kollege, Bro. So, werden sie alle drei einfach mal direkt hier gefickt und sogar noch paralysiert einer. Und da ist Robert auch paralysiert, also nichts gewonnen, nichts verloren eigentlich. Eigentlich schon mal ein bisschen Kram wiederholen. Ja, die sind sowieso vor mir dran, aber ihn kann ich, glaube ich, genug slowen dafür. Nein, er überholt mich einfach. Ach, scheiße. Das war kacke. Jetzt ist natürlich mal ein Dings nicht durchgekommen. Komm, wir probieren es nochmal mit dem Quake. Ey, das kann doch nicht so wahr sein, dass der andauernd so richtig übel schnell ist. Was ist denn das bitte? Nervt ja. Oh, ich sollte vielleicht Robert auswechseln. Auf Tristis. Wäre jetzt, glaube ich, die richtige Idee. Und einfach Unstoppable auf ihn casten. Dann können sie mich alle mal am Arsch lecken. Und dann brauchen wir Rubella. Ganz dringend Rubella. Bitte, jetzt stirb nicht. Er dodged es. Nice. War das knapp, ey. Jetzt brauchen wir einfach mal eine volle Healing Tonic. Knappes Ding, Mann. Alter, die frisst aber ganz gut Schaden hier. Aber wenn ich nicht unterbrochen werden kann, dann ist natürlich so ein Quake ganz passabel. Auf wen tauschen wir es denn mal aus jetzt? Schwierig. Ich glaube, wir geben Finn mal eine Chance. Mit seinem Lightning Strike hier was zu bringen. Oder nicht.
Aber gut, der versucht jetzt, sich zu stärken. Mama. Oder ein Blitzschlag. Ich weiß nicht, wie viel der Blitzschlag jetzt bringt. Eigentlich sogar gut. Also der Blitzschlag hat, glaube ich, echt am meisten Damage gemacht bis jetzt. Wenn wir mal gucken, wie viel die Katagida-Kram bringt jetzt. Oh, natürlich direkt nochmal einen Lightning Strike durchziehen. Quake. 100 nur, ne? Ja. Komm, ey. Scheiße. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut! Ja, das war echt nicht gut. Du musst sowieso ausgewechselt werden. Nein, ich wollte nicht dich auswechseln! Och, Kacke. Na gut. Mach mal so. Ja, er hätte jetzt gut in die Fresse kassiert. Alter! Was ist denn mit den Leuten hier los? Vor allem das mit den Framerates los. Gehen ja andauernd runter, hoch, runter, hoch. Dann heil erstmal. Ich kann es nicht zurücknehmen. Ich kann es einfach nicht zurücknehmen. Das hätte ich vielleicht besser planen sollen. Alter, kann der mal bitte aufhören hier? Wie hart ich hier einfach auf die Fresse kriege. Er ist noch geslowt. Sehr gut. Wiederbeleben bitte. Heilwillen einfach mal mit Sternenlicht. Sieht zwar nicht so aus, als würde das viel bringen. Alter. Ein Counter-Heal, nice. Wir brauchen jetzt echt mal ein durchkommendes. Gut, das dauert mir zu lange. Nein, es kommt halt wieder nicht. Komm, 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 komm durch. Danke. Und fick die Viecher einfach nur. Schön brav gemacht. Du wirst jetzt einfach nur ausgetauscht. Auf... Wen können wir denn mal nehmen? Wer macht denn Sinn am meisten? Robert nicht so wirklich. Aurora. Tauschen wir ihn auf Aurora. Dann kann sie einfach mal direkt hier einen Lichtschlag casten. Und du kannst dich mal heilen. Kollege! Alter! Dieser Ogre geht mir auf die Nüsse. Aber so hart! Und, komm! 71 Schaden, das ist jetzt irgendwie nicht so viel. Krass, von der Aimant Protection, nicht, dass der gleich wieder anfängt hier. Ja, er will auf jeden Fall gerade wieder einen Mogo machen. So, jetzt können wir wenigstens nicht mehr langsam werden. Und jetzt kannst du mich mal am Arsch lecken. Lange. Er counterattackt. Naja. Keine Effekt hat das aber. Fick dich, Schlampe. Meinst du? Er counterattackt halt einfach wieder. Kommt, glaube ich, einfach nicht mehr dran. So. Richtig so. Das gab auch wieder gut EP jetzt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, was da durchkommt. Und einen Onyx haben wir bekommen. Und... Oh, jetzt kommt wieder eine Sequenz. Was nun mit dem kleinen Mädchen, Jen? Was wird sie nun tun? Verlassen und vergessen. Wenn sie lange wartet, wird es nur mehr Schmerz bringen. Wir müssen es ihr sagen dann. Ja, müssen wir, glaube ich, echt. Das tut mir so leid!
Me so sorry! Me not mean to! Okay, hier das Heal braucht auch wieder zwei Kosten. Aber hier können wir jetzt... Ist jetzt alles hier zwei? Ne, nur die großen Dinger kosten zwei. Das kostet auch wieder zwei. Okay, hier kostet auch wieder zwei. Ich bin gerade am überlegen, wo wir jetzt lang gehen. Ob ich... Na gut, hier können wir weitergehen. Wir können auch einfach erstmal hier das ein bisschen ausbauen. Bei Rubella ist jetzt halt die Frage, lohnt sich da noch was anderes? In Richtung Ailment Protection Tumble zu gehen? Könnte man hier einfach... Slash All, gut, Slash haben wir jetzt noch überhaupt nicht benutzt. Ich glaube, wir gehen einfach mal erst nochmal hier runter und gucken mal, dass wir den Light Ray All noch mitnehmen können vorher. Ja, und dann müssen wir zurück zu der Kleinen. Hilft ja nichts. Tut mir echt voll leid. Die Arme. Aber das Spiel ist richtig, es ist einfach so richtig niedlich und schön und ich will nicht, dass Leute sterben. Das ist gemein. Sterben ist dreist. Wo war jetzt das Haus? War das hier das? Oder ist noch eine Kiste? Hab ich mitgenommen? Hab ich mitgenommen. Ich glaube, das hier ist das, ne? Aurora, du bist hier. Jen, komm näher. Drust ist nach draußen gegangen vor einiger Zeit, aber es ist alles in Ordnung. Denn meine Eltern kommen ja wieder. Was tun wir nun, bis sie in Sichtweite kommen? Kann ich meine Flöte spielen? Ja, bitte. Es wird die Nacht erhellen. Töne, Flöten, Töne. Aurora. Ja. She's heavy too. Okay, sorry, ich war jetzt zu langsam zum Lesen. Meine Mutter hat dieses Lied für mich gesungen, vor einer langen Zeit, als sie noch im Leben war. Oh. Kleines Mädchen, wir müssen die verlorene Sonne wieder beschaffen. Und den Tag, den Tag retten, bitte. Komm. Der Tag wird die dunkle Königin stoppen? Warte, bis ich meine Magie benutze. Ich werde sie schreien lassen. Hey, Kleiner, ganz schön Anger-Issues. Lemurian Request complete! Gucken wir mal, was die Kleine jetzt kann. Was hat die hier? Jump forward. Das ist cool. Was hatten die hier alles? Paralyse, nicht schlecht. Was haben wir hier unten? Hier haben wir das Vorspringen. Slow Strike. Das ist natürlich auch nicht... Das ist alles eigentlich gar nicht mal so schlecht. Battlecryer, gut, das will man natürlich nicht so unbedingt. Ich glaube, hier dieses Jump Forward ist gar nicht mal so schlecht. Okay, gehen wir mal den Pfad weiter. Ich habe natürlich einen Skillpunkt genau zu wenig für den ganzen Kram. Von daher behalten wir das einfach mal so. Aber gut, wir haben eine neue Verbündete. Und wir sind auch fast am Ende der Zeit, von daher machen wir jetzt Schluss. Denn ich habe die letzten beiden Episoden schon so hart überzogen, dass wir jetzt mal früher Schluss machen können. Von daher macht's gut, bis dann. Tschüss!